dass sich ein Großteil der Stadtgesellschaft hier einig, mit einem Grundbedürfnis wie Wohnen darf nicht spekuliert werden. Das, was wir aus London oder Paris kennen, wo im Prinzip die Innenstadt ein völliges No-Go-Area für Familien mit geringem Einkommen geworden ist, das war in Berlin lange Zeit anders. Hier hatten wir, wenn wir an Kreuzberg, Wedding, Neukölln denken, gerade in den Innenstadtbezirken, Konzentration von eher Ärmeren. Also wir haben in Berlin in den letzten 10 Jahren rasante Mietsteigerungen erfahren. Das sind teilweise Mietsteigerungen von bis zu 90%, was für die Leute natürlich einen enormen Druck bedeutet und für viele einfach heißt, dass sie in sehr kurzer Zeit von Verdrängung bedroht waren. Man hat eine sogenannte En-Bloc-Privatisierung vollzogen und Pakete von Wohnungen, teilweise tausende Wohnungen auf einen Schlag zu verkaufen. Und als Käufer kamen eigentlich nur Investmentfonds und Immobilienfonds, dann später diese börsennotierten Unternehmen in Frage. Wir haben mit Vonovia, mit der Deutschen Wohnen und einer ganzen Reihe anderer Konzerne im Prinzip so börsennotierte Unternehmen oder Finanzmarktakteure, die große Wohnungsbestände in der Stadt verwalten. Es sind insgesamt so 240.000 Wohnungen. Und das hat ab 2010, 2011 eine ganz massive Verdrängungswelle ausgelöst. Finanzinvestoren wollen nicht 30 Jahre warten, bis es irgendeinen Refinanzierungseffekt ihrer Investitionen gibt, wie vielleicht klassische Wohnungsunternehmen, sondern die wollen ab sofort eine Rendite erzielen, die dann auch als Dividende ausgeschüttet werden kann. Und das erhöht den Druck auf die Mieterin. Daraus hat sich jetzt eine sehr starke und immer weiter wachsende Mietenbewegung entwickelt, wo Leute halt gesagt haben, okay, ich sehe dem nicht einfach nur länger zu, sondern ich will mich dagegen wehren. Es gibt verschiedene Kämpfe in der Berliner Mietenbewegung. Einerseits gibt es viele Hausgemeinschaften, die angefangen haben, sich zu organisieren. Wenn man plötzlich eine Mietsteigerung bekommt oder eine Modernisierungsankündigung, dass man Haustreffen organisiert und sich mit seinen NachbarInnen vernetzt und sagt, was können wir jetzt dagegen tun, damit wir nicht ausziehen müssen, wenn es hier teurer wird. Und jetzt gibt es natürlich seit den letzten Jahren die große Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, um zu sagen, wir wollen einen Großteil des privaten Wohnungsmarktes, der von großen börsennotierten Wohnungsunternehmen geprägt ist, den wollen wir enteignen. Diesen Teil des Wohnungsmarktes wollen wir vergesellschaften, dass MieterInnen wirklich wieder mitbestimmen können, was in ihren Häusern passiert. Das eint auch diese Bewegung. Und dass auch der private Wohnungsmarkt nicht zu einer Lösung dieses Problems von Verdrängung beiträgt, sondern dass genau das Problem ist, dass Leute mit unseren Wohnungen fett Geld machen wollen und es eben nicht darum geht, dass alle in dieser Stadt leben können. Aber der Trend, dass Finanzmarktunternehmen in Immobilien- und Wohnungsmärkte drängen, der ist international. Also wir sehen das in Spanien ganz stark. Eine ähnliche Entwicklung wie in Berlin gibt es zum Teil in schwedischen Großstädten. Wir haben tatsächlich auch aus Schweden größere Investoren wie Akelius oder Heimstaden zum Beispiel, die hier massiv eingekauft haben in den letzten Jahren und die wirklich versuchen, horrende Mietpreise aus diesen Häusern rauszuquetschen. Und das zeigt auch, dass wir eine Vernetzung mit anderen Städten brauchen, um dagegen vorzugehen.
Und tatsächlich wäre das Durchsetzen von den Forderungen nach Mietstopp oder auch einer Enteignung zur Sozialisierung großer Wohnungsbestände sowas wie auch internationales Symbol zur Umkehrung der Neoliberalisierung im Wohnungsbereich. Und Berlin wäre ein Zeichen, dass es möglich ist, diesen Trend tatsächlich umzukehren und eine, weiß nicht, postneoliberale Politik durchzusetzen, die dann wieder eine Priorität auf soziale Fragen stellt. Die Frage von Wohnraumversorgung ist nicht nur in einer kapitalistischen Profitlogik zu lösen. Die kann so organisiert sein, dass die Menschen, die dort leben, mitentscheiden, mitbestimmen, was damit passiert, und dass man es eben gemeinwohlorientiert macht, also im Sinne derjenigen, die dort wohnen und leben.